Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Outlaws. Und Susaflame hat mich nicht gefunden. Weil ich hier auf dem Dach stehe. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Ja, wir bauen noch am Saloon, beziehungsweise ich. Ich hoffe, dass es die Ecke hier gibt, dass es irgendwas gibt, damit ich die Ecke hier bauen kann. Aber wie ihr seht, sieht es nicht so aus. Ecken. Ja. Lass uns erstmal so, würde ich sagen. Das nehmen wir wieder weg. Natürlich mit den... Ja, nicht mit der Waffe. Wir haben gerade sogar hier noch einen Angreifer gehabt. Ein Bandit, der hier über das Feld gerannt kam und direkt auf das älteste Haus hier am Platz. Von Susaflame. Ich dachte, das eigentlich jetzt mit den Kühen, wo wir die Schweine weg haben. Also, wir sind jetzt wieder voll hier, ja. Oh, ich weiß nicht, ja. Ich kill gleich mal zwei. Mal gucken, die nachspawnen. Noch nicht, was wir mit der Ecke machen. Sieht gerade ein Gewitter auf. So, dann will ich mal reingehen. Durchs Dach. Das kann aber auch sein, weil ich nicht die Dachdinger genommen habe. Das weiß ich jetzt nicht. Eigentlich müssten die ja sein. So, jetzt ist die Frage, regnet es hier auch rein? Ja, okay, dann. Auch immer in der Häuser geregnet. LS17 auch noch. Jetzt soll es wohl nicht mehr zu sein, aber. Ja, ich würde sagen, wir nutzen die Zeit für des schlechten Wetters und gehen in die Mine. So, erstmal gucken wir, wo unser. Wir haben so einen Verteidiger geholt für 500. Plus an der Brücke. Ah, da ist er. Naja, zumindest ist er noch da, das ist das Wichtigste. Auch schön am Baden, ne? Das ist voll lustig, dass ich hier wegtreibe. Komm mit hier, Jo. Wenn man ins Tiefe geht, dann muss man... Achso, ich habe die Metallkanne gefüllt. Mit denen können wir nichts machen hier. Ja. Vielleicht findet er irgendwann wieder raus, wenn der Fluss abschwellt. So, lass uns mal Öl holen. Oh, ich habe noch so viel Holz bei. Ich bring erstmal alles weg. Nee, nee, ich wollte erstmal meine Sachen Taschen leer machen. Ich nehme sie. Ja. Machen wir die Steine weg.
Holz weg. Für die Betten. Vom Salon. So, dann geht's los. Wie sieht's denn meiner Pickaxe aus? Ja, eine habe ich noch. Wahrscheinlich finde ich da unten noch eine. Dann Pickaxe droppen die schon mal. Und die Waffen haben übrigens auch Verschleiß. Es dauert eine Weile, bis er das lädt, deswegen habe ich schon mal geladen. Und der Hunger, habe ich was bei, ja. Okay. Hier, ne? An der Ölpumpe bei dem. So, ich muss mal ganz kurz schreiben. Hier ist aufgetaucht. So, dann gehen wir mal. So, also ein paar Gegner sind hier unten immer. Von daher gehe ich dann immer in die Position. Das hört sich nach Dynamit an. Nee. Startet, oder? Nee. Ich weiß nicht, wo der herkommt. So. Sackgasse. Ach, der liegt wenigstens schön in der Wand. Da stört er uns nicht. Denn die Leichen bleiben immer liegen. Man sieht sie nicht, aber man kommt nicht rein. Ich habe zum Beispiel jetzt einen, einen Bison direkt vor meiner Tür getötet. War natürlich ein Fehler, denn dann kommt man nicht mehr in die Tür rein oder raus. Falls du redest, Susanne, man hört dich wieder nicht. Nee, nee. Okay. Ja, wir haben nicht die Waffen gefunden, die Eisenmunition haben. Machen ein bisschen weniger Schaden, aber es ist wesentlich günstiger zu produzieren. Von daher kommt man damit eigentlich ganz gut klar. Es gibt eine Waffe, die macht 30 Damage. Die muss aber immer wieder nachladen. Die Pistole hat jetzt 18 Damage, die ich habe. Und lädt halt einigermaßen nach die 6 Schuss. Ja, okay. Das heißt, wir können jetzt anfangen mit der Pickaxe. Und dann gehe ich immer in die Position. Zack. Ist etwas einfacher, wenn man trifft.
Ja, Silber ist eigentlich unser neuer Stein, denn Silber lassen wir liegen. Stein bekommen wir automatisch bei Gold und bei Eisen mit raus. Von daher muss man das nicht separat irgendwie farmen. Ja, die Hitbox ist nicht immer so einfach hier. Ja, Gold können wir ganz gut eintauschen, Eisen brauchen wir gerade in Massen, also da kann man gar nicht genug haben, so viel ist hier gar nicht drin. Hier pfeift der Wind ganz schön durch die Mine. Jetzt ist er wieder abgeklungen. Brauchen für die Öfen. Und weiter geht's. Gut Eisen jetzt wieder haben Gold. Ja. Sind immer so dunkel, ne? Ja. Also für Eisen würde ich jetzt nicht nur die Mine holen, denn ich finde, es gibt manche Stellen, wo richtig viel Eisen ist, gerade Richtung Berge, ne? Sondern da haben wir auch schon viel Eisen. Ja. Aber man hat es halt wirklich vor Ort dann, ne? Ich
der Vorteil. Weil in der Regel ist Silber und Gold am meisten drin. Oft hat man auch so, dass man nur eine Spitze sieht vom Eisen und nachher sind da drei Berge Eisen drunter, hinter einer Wand. Man muss das schon echt mit offenen Augen durchgehen. Hier werden wir nicht mehr dran kommen, wie es aussieht. Ein Gold versuchen wir nochmal von hier oben vielleicht. Neben mir, links neben mir ist noch Kohle. Ach, da in der Ecke, ja. Jetzt halt an dekorieren, da brauchen wir viel Eisen für manche Sachen. Okay, so Richtung Ausgang schon, ne? So. Und dann gleich die nächste, oder? Mach das jetzt bei mir aus. Na doch, Platz habe ich noch. Munition habe ich noch. Habe ich noch Essen? Mal kurz was essen. Trinken habe ich auch. Okay. Vielleicht ist die andere jetzt daneben, ne? Da. Ja, wobei ich mache mal eben eine Spitzhacke noch. Weg, wenn ich einmal da bin. Ja. Die
Flecken gefallen. Es sieht aus wie Solarzellen oben drauf. Nee, hey, da gibt es keine Solarzellen. So, wir sind auch wieder schon wieder bei 20 Minuten. Wenn ihr sehen wollt, wie die nächste Mine aussieht, dann schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin. Tschüss.